Hallo Leute, herzlich willkommen auf Dando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Volvo Truck Simulator 2. What the fuck? Warum habe ich jetzt hier gerade einen komischen Auftrag? Ich habe irgendwie noch einen Auftrag hier angenommen. Keine Ahnung, den will ich aber nicht. Wo sind wir gerade? Wir sind in Mannheim. Wir sind in Mannheim, das heißt, wir müssen hier nach Mannheim. Guck mal, wir haben doch hier schon. Sollen wir mal heute Gabelstapler liefern? Ach komm, wir liefern heute mal Gabelstapler. Als Navi-Ziel einstellen. So. Hä, warum habe ich denn jetzt hier so viele? Ach man, das Video hier wird schon wieder komplett. So. Jetzt müsste es richtig sein, oder? Nö. Mann, wenn ich wüsste, wo ich bin, dann könnte ich das auf jeden Fall verstehen. Aber ich weiß nicht, wo ich bin. Leute, wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn ich das mal hier behoben habe. So, da bin ich wieder und ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, endlich mal was hier zu finden. So, bin jetzt übrigens in Hamburg, also nicht wundern, muss hier ein bisschen was ändern. So, wir fahren hier mal kurz rückwärts, um hier einmal kurz zu drehen. So. Wir fahren jetzt nach Magdeburg. Ich weiß gar nicht, was wir liefern. Wir fahren auf jeden Fall einfach nach Magdeburg. So, machen hier auf jeden Fall mal 1-1. So, machen wir hier mal schön das Slide-On. Wir müssen jetzt 9 Kilometer kurz dahin fahren und dann haben wir auch schon den Anhänger und können Richtung Magdeburg. So. War hier 70 innerorts, ist glaube ich nicht erlaubt, aber ist doch egal. Man lebt eh nur einmal, ne? Und die Polizei kann mir gar nichts, denn ich hab's ausgestellt. Ich hab's tatsächlich ausgestellt, weil es einfach nervig ist. Weil fürs Video halt nervig ist, weil ich jetzt nicht unbedingt will, dass ich hier ganz normal fahre. Weil das sonst einfach zu lange dauern würde. Deswegen überholen wir jetzt hier auch mal den Krankenwagen. Als LKW, ne? Man kennt's, man kann einfach den Krankenwagen bauen. Na gut, ich fahre auch eventuell ein bisschen schneller. So, wir haben nur noch 7 Kilometer. Oder, das war jetzt sogar nicht meine Schuld, denn der ist mir reingefahren. Egal. Warum hat mein LKW eigentlich 10% Schaden? Ich glaube. Ja gut, so viel dazu. So viel dazu. Gibt es hier irgendwo einen. Warum hängt es? Gibt es hier irgendwo einen Dingsbums? Oder ich fahre gerade 120. What? Dieser LKW, der ist so geil, weil der auch so schnell ist. Ich habe den auch komplett full getuned. Oh! Hier ist ja die Dings. Ah, ich weiß nicht warum, aber es ist schon wieder heute eine Hängepartie. So. Wenn ich den Anhänger habe. Ich überhole das hier einfach mal kurz. So, zack. Bitte häng doch einmal im Leben nicht, Junge. Links halten und dann links abbiegen. Ja, ja. Muss den Autofahrer hier mal überholen. Biege nach links ab. So. Zack. Bitte häng doch nicht, Spiel. Ey, dieses Spiel, das macht mich noch fertig, ne? So. Okay. So. Bin ich wieder. Zack. Ich glaube, ich habe gerade ein paar Stimmen gehört. Ja, das war mein Bruder. So. Gibt doch nicht. Junge, der sagt links abbiegen. Muss aber nicht abbiegen. Hier, ich fahre hier einfach drüber und fertig. Zack, Alter. So läuft der Hase. Biege nach links ab. Ja, jetzt kann ich auch abbiegen. Bremsen. Sie sind am Ziel angekommen. Ja, das sehe ich selbst tatsächlich. Aus mir nicht da.
So, den hier, Auftrag annehmen. Okay, wir fahren los. Okay, wir fahren los. So, wo ist der Anhänger? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe den Anhänger nicht. Der ist irgendwo hinter mir. Ach da. Ja gut, dann kann ich ja weiter rückwärts fahren. So. Zack, zack, zack. Bam. Aufsatteln. Let's go. Und los geht die Reise. 228 Kilometer. Auf geht's. Demnächst rechts abbiegen. Jetzt, wenn wir gleich irgendwo eine Werkstatt finden, fahre ich da einmal rein. Biege nach rechts ab. Nein, ich fahre hier wieder. Ja, doch, ich muss hier lang fahren. Ach ja. Geht das hier auf? Nö, natürlich nicht. Mann, ich hasse das hier alles. Ist nichts gut, okay, diese hier. Lass uns eine neue Route finden. Alter, kannst du. Navi, bitte. Ich brauche jetzt mal kurz Ruhe. Oh. Hier ist ein anderes Teil von mir. Mann. Ey, dieses Video ist hier schon wieder ein rein einziges Chaos. Übrigens, Leute, wenn ihr dieses Video hier gesehen habt, müsste schon Weihnachten gewesen sein. Also erstmal frohe Weihnachten. Ja. So, wir fahren jetzt hier einfach rüber, weil ich irgendwie da nicht drüber komme. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Dazu muss ich erstmal gucken, wie ich hier rüberkomme, tatsächlich. Aha, hier läuft. Jetzt bitte einfach nur geradeaus und hier rüber. Ja, jetzt bleibt er da wahrscheinlich hängen, ist mir aber Schnuppe. Fahr, 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 danke. Ich bin drüben. Leute, ich lasse mich jetzt hier abschleppen, ey. Das geht mir da so auf den Sack hier. Die Kacke. Meine Fresse, dieses Video ist schon wieder so ein Chaos, nein, und dieses Spiel auch. Also, ist mir ehrlich. Bin ich mal ansatzweise auf der Hälfte oder so. Nicht mal ansatzweise. Also ich, Leute, es wird wahrscheinlich einen Cut geben, weil das Video einfach sonst viel zu lange gehen würde. So, bitte mach doch schneller jetzt, Junge. Ey, jetzt braucht das auch noch schneller, um zu laden. Ich krieg hier echt noch einen Kollaps. Wartung. Ah, bestätigen. Alle reparieren, alles tauschen. Bestätigen, so. Bam. Und let's go. So. Immerhin bin ich jetzt nicht mehr da drinnen. Wie soll man denn hier mit so einem großen LKW rauskommen? Naja, Auflieger Schaden, schön. War ja nicht gerade erst bei der... Das Schild war mal da, Schild gerade. Ist jetzt ein bisschen schief. So. In der Hoffnung, dass wir es jetzt schaffen anzukommen, heile. Mal gucken. So. Ich fahre jetzt einmal über Rot, weil ich keinen Bock habe hier. Oh, ist sogar grün geworden, geil. Bitte rechts halten. Ja, ja, ich halte rechts. Rechts so. Halten. Ich bin doch rechts. So. Biege nach rechts ab. Ja, ja. Zack. Bam. Muss sogar auf der Gegenfahrbahn fahren, um einfach hier rumzukommen. Aber sollte eigentlich funktionieren. Ja, doch, passt doch ja alles. So. Zack. Eigentlich darf ich nur 50 fahren. Ich fahre aber ein bisschen schneller. Boah, Junge, fahr doch nicht so langsam. Jetzt mal ehrlich. Gibt's auch noch LKW-Fahrer, die brauchen ein bisschen mehr Zeit tatsächlich. Bitte links halten. Bin doch links. Biege nach rechts ab. Ja, ja, das mache ich. Mal gucken, schaffe ich's? Ja, easy. Okay. So, noch 229 Kilometer. Wow. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, ja. So. Biege nach rechts. Will ich hier rumkommen, muss ich auf dieser Fahrbahn fahren.
Ja, dort natürlich wieder dagegen. Also ganz ehrlich, ne? Mir macht das absolut keinen Spaß, dieses Spiel, ne? Wenn das immer so passiert. Junge, da bin ich schon wieder auf 180. Jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr hoch. Oder das ist auch so behindert von diesem Spiel gemacht worden. Also jetzt mal ehrlich. Übrigens, es gibt ein neues Update von Notruf 112. Da gibt es eine freiwillige Feuerwehr. Vielleicht zocken wir diese mal. Und man kann sogar jetzt auch auswählen, was für einen Einsatz man haben will. Also wenn man halt unbedingt haben will. Ich zocke dieses Spiel trotzdem nicht, weil es einfach trotzdem voll der Müll ist. Von der Performance her und sowas alles. Also, dieses Spiel wird bei mir auf jeden Fall nicht gespielt, weil es einfach Schmutz ist. Genau. So, wir fahren mal jetzt hier in den Mittel. Jetzt sind wir wenigstens auf der Autobahn, da kann nichts mehr passieren. Also nicht mehr so viel passieren. Bitte links halten. Ich bin links. Darf hier nämlich nicht rechts rein, ich bin doch links. Bremen und Hannover, aber da wollen wir nicht hin, wir wollen nach Magdeburg. Ist sehr nah an der Nähe von Leipzig, glaube ich, ne? Müsste da sein, eigentlich. Ich glaube schon. Ja. Aber ich freue mich schon auf Arbeiten. Also jetzt auf die Ausbildung. Das Problem ist nur, man muss auch erstmal eine Zusage kriegen, ne? Das ist halt auch so. Du brauchst auch erstmal eine Zusage, um halt wirklich auch angenommen zu werden. Und dann passt das eigentlich, ne? Ja. Problem ist, da wo ich gerade wohne, es ist schwierig tatsächlich so eine Ausbildung zu finden, die ich machen will. Deswegen muss ich wahrscheinlich dann umziehen. Alleine. Ne? Aber ist trotzdem geiler, als irgendwas anderes zu machen. Muss ich wirklich sagen. Ich glaube, es ist geiler. Aber mal gucken. Ich bin froh, wenn ich die Schule geschafft habe, also meinen Abschluss. Weil vor den Prüfungen habe ich wirklich absolut gar keinen Bock dazu. Da muss ich halt wirklich gucken. Hoffentlich schafft das. Aber eigentlich sollte es gehen. Ja, vor den Prüfungen habe ich tatsächlich gar keinen Bock. Also Prüfungen habe ich keinen Bock und dann die Ausbildung, da habe ich wieder Bock drauf. Ja, Prüfungen, kein Bock, Ausbildung, Bock, Ausbildungsprüfungen, kein Bock. Ja, man hat ja dann auch in der Ausbildung natürlich noch so eine Abschlussprüfung. Ne? Die Ausbildung geht ja auch wieder 3 Jahre lang. Da muss halt auch eine Prüfung machen, ob du halt auch wirklich dann alles kannst. Aber ist tatsächlich nicht so schlimm. Also dann hätte ich lieber eine Ausbildung, weil da verdienst du auch noch Kohle. Ne? Das kommt ja auch noch dazu, du verdienst ja sogar noch Geld. Und in der Schule 10 Jahre lang nicht, ne? 3 Jahre lang danach, also praktisch 13 Jahre hast du eigentlich gefühlt nur Schule. Aber in der Ausbildung tust du halt auch schon ein paar Mal dann auch arbeiten. Und das ist halt auch das Geile. Du bist dann nicht nur in der Schule, sondern arbeitest auch noch ein bisschen. Ja. Will auch so früh wie möglich eigentlich auch meinen Autoführerschein machen, ne? Das steht eigentlich auch noch fest, aber mal sehen. Mal sehen. Kommt halt auch auf das Geld an, was man hat. Ja. Mein Tank sollte reichen. Ich glaube, ich mache jetzt keinen Cut. Ich glaube, ich fahre jetzt die 130 Kilometer hier noch durch. Dann wird es ein kleines 20-Minuten-Video oder sowas. 30-Minuten-Video. Aber kann man ein bisschen quatschen mit euch. Was ich auf jeden Fall auch sagen kann, ist, bemüht euch in der Schule. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Denn dort die ist schon wichtig. Die ist schon wichtig. So. Ich sehe nicht, wo ich hin muss. Bitte links halten. Ja, geradeaus. Ja. Na, Schule ist schon wichtig. Die braucht man auf jeden Fall. So. Die ist zwar wichtig, aber auch so viel Scheiß beigebracht, also das brauchst du später gar nicht. Also ist wirklich so, ne? Also manche Dinge brauchst du einfach später nicht. Aber ja, gut. Ist halt auch so, ne? So. Dann haben
bitte nach links. Ich habe einfach, ich freue mich schon, wenn ich meinen Abschuss habe, wenn ich da nicht verkacke. Und da freue ich mich einfach drauf. Wenn ich die habe, dann bin ich glücklich. Und ja. Also Prüfungsangst habe ich auf jeden Fall, ja. Ich habe auch manchmal Arbeit. Also Arbeit. Da kacke ich auch manchmal rein. Arbeite schneller, sonst komme ich hier nicht links rein. Oder er lässt mich nicht drauf, dann soll man weiterfahren. Also wenn man, das ist auch ganz, kann ich euch auch beibringen, wenn ihr auf der Autobahn seid und euch den Fahrer nicht vorbeilässt, müsst ihr am Standstreifen weiterfahren, bis ihr drauf könnt. Ja, das ist erlaubt. Aber auch nur dann. Ja, oder wenn ihr eine Panne habt, dann müsst ihr halt auch drauf. Ich hoffe mal, ihr habt keine Panne. Und ich hoffe, ihr habt auch immer genug Tank im Auto drin, weil wenn ihr das nicht habt auf der Autobahn, dann kriegt ihr tatsächlich einen Punkt und eine Geldstrafe. Ja. Also wenn du zu wenig Tank hast und du auf der Autobahn stehen bleibst mit deinem Auto, also praktisch wenn du kein Benzin oder was weiß ich mehr hast, also praktisch dein Auto leer ist, dann kriegst du eine Geldstrafe. Das heißt, dir wird zwar geholfen, aber du kriegst trotzdem eine Geldstrafe, weil das ja deine Schuld ist letztendlich. Und was ist hier denn passiert? Was in den Rhein gefahren? Ich bin sogar wirklich in den Rhein gefahren. Oh, Dreierunfall. Reding. Nee, man macht doch gar keine Witze. Also ich muss wirklich sagen, vor der Prüfung habe ich so ein bisschen halt einfach Schiss. Kein Bock da ehrlich zu drauf. Also auf der Prüfung habe ich gar keinen Bock. Ich bin froh, wenn ich sie geschafft habe, bin ich froh, dann kann ich nämlich gehen. Ja, da bin ich eigentlich komplett froh drauf. Sonst habe ich eigentlich gar keinen Bock auf Prüfung. Ich habe nur Bock, wenn ich die schaffe. Also wenn ich sie geschafft habe, dann bin ich fröhlich. Dann ist mir auch alles scheißegal. Dann noch die Ausbildung. Wenn ich die Ausbildung habe, dann... Also wenn ich einen Ausbildungsplatz habe, dann bin ich auch glücklich, weil dann läuft der Hase. Weil eine Ausbildung zu kriegen, weiß ich nicht. Ist das so schwer? Keine Ahnung. Also ich meine ja nur, ne? Also entweder will ich die Ausbildung halt für Systemintegration Fachinformatiker bei der Telekom machen. Oder hier, wo ich gerade wohne, gibt es so eine Firma, die nenne ich jetzt nicht. Also ich nenne die Firma jetzt nicht. Aber da kann man dann auch die Ausbildung machen. Aber ich weiß nicht, was man da für einen Abschluss braucht. Könnte sein, dass man da einen besseren Abschluss braucht, dass ich da gar nicht angenommen werde. Deswegen, ich bewerbe mich wahrscheinlich als erstes dort bei dieser Firma, die den Namen ich nicht nenne. Und dann bewerbe ich mich, falls ich nicht angenommen werde, halt bei der Telekom, bei der deutschen Telekom. Ja. Oder halt bei der Deutschen Bahn. Da kann ich mich auch bewerben, weil die machen das auch. Und Deutsche Bahn ist auch, glaube ich, in fast jeder Großstadt. Demnächst rechts abbiegen. Also, ja. Mal gucken, ne? Biege nach rechts. Vielleicht kriege ich es ja irgendwie hin, dass ich da auch... Also, ich habe einen Freund, der arbeitet dort auch. Also, mein Freund, der arbeitet dort als Fahrdienstleiter. Und vielleicht kriege ich es ja irgendwie hin, dass der mir da irgendwie hilft, dass ich da angenommen werde. Mal gucken. Ja, aber mal wirklich mal gucken, ob ich... Also, Plan A ist tatsächlich erstmal irgendwie Systemintegrator, also Fachinformatiker. Das ist Plan A. Plan B ist tatsächlich Autobahnmeisterei. Die mache ich dann auch, die Ausbildung. Und Plan C ist tatsächlich Straßenbau, weil ich habe mein Praktikum bei einer Firma gemacht. Und die haben mir auch tatsächlich direkt einen Ausbildungsplatz angeboten. Das heißt, rein theoretisch habe ich schon einen Zuspruch auf diese Ausbildung. Und ich sag mal so, ich würde nicht Nein sagen, ne? Also wenn ich wirklich bei diesen Plan A und Plan B scheitere, Plan C, Straßenbau. Und man muss sagen, Straßenbau ist auch nicht so schlecht. Also du wirst ja auch bezahlt, kannst auch Baggerfahrer werden oder was weiß ich. Ich muss wirklich sagen, ist auch ganz nice. Oh, ich bin glaube ich falsch. Falsch. Ist das scheiße? Oh, warte mal. Die Garage kaufen wir uns doch. Wenn ich schon einmal hier bin, kaufe ich mir doch die Garage hier. Ich will nämlich jede Garage kaufen. Und das ist jetzt meine. Steht
stehe mitten auf der Straße, ne? Das weißt du schon. Viel. Ich muss tatsächlich einmal wieder rückwärts. Biege nach rechts ab. Die muss. Muss ich hier links rein oder? Ah ja. So. Zack. Okay, Leute. Das war mal wieder ein längeres Video. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord oder bei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao. Feeling the show and